Hallo Leute, hier ist wieder Lance Zorro und gerade hatte ich irgendwie keinen Ton und jetzt wieder schon. Okay, das ist super. Jetzt können wir hoffentlich hier was machen oder ist jetzt hier wirklich nichts? Ja doch, jetzt können wir hier rüber. Zu den Pulverfässern. Ja, und jetzt? Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack. Ach, ich bin so blöd. Jetzt verstehe ich. Das wollen die von mir. Okay. Dann habe ich es begriffen. Tut mir leid, Nami, dass du jetzt dich in der Zeit ein bisschen kalt fühlen musstest, aber. Nein. Nicht? Hä? Was wird von mir verlangt? Ich weiß es nicht. Ja, klappt doch! Was wollt ihr? Naja. Da kann ich Nami jetzt immer wärmen. Oder erstmal kurz aufladen, weil, ja. Nami, tut mir leid, dass ich zu lange gebraucht habe. Ich bin blöd, ich weiß. Ich werde in Zukunft nicht mehr so agieren, wenn ich dein Leben retten will. So. Ich will ja endlich weiter. Die lassen mich nicht. Menno. Da kann ich sie jetzt wieder ablegen. Aber ich schau mal auf die Karte. Was geht da weiter, oder wie? Ey, da ist es weiter oben höchstens. Ja. Ich hab doch keine Ahnung, ey. Sollte sie da liegen bleiben? Passt schon. Ich mach mich erstmal auf die Reise. Mir selber nützt das Wärmen leider nichts. Ich will nämlich auch ein bisschen mehr Energie haben, eigentlich. Nein, so nicht. So. Ah. Was? Nein, Moment. Ich will den gleichen dummen Fehler. Ja. Und endlich kann ich weiter, ne? Hoffe ich. Ja. Danke. Na, ich lass dich da dann erstmal liegen und geh schon mal weiter. Ah, hier geht's auch weiter. Das heißt, wir müssen hier noch einen Zugang finden. Das kann schwieriger werden, als wir es uns denken. Da geht's. Kann ich Nami nicht hierher irgendwie bringen? Wieso geht hier nichts? Hä? Verstehe ich gerade mal nicht. Moment. Wir müssen Nami also doch irgendwie hierher holen können. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie, aber okay. Obwohl, nee, da kann sie wahrscheinlich mit, ne? Ja, Moment. Dann. Warte kurz. Meine eisige Prinzessin. Das ist jetzt eher so Sanji-Vokabular. Ja, wir haben immer noch die 49 Treffer-Anzeige. Wunderschön. Zack, und jetzt können wir endlich rüber. Wunderschön.
Hat auch lang genug gedauert. Und jetzt ist sie hier erstmal sicher, das ist auch schön. Jetzt ist ja bekanntlich gut bei Fieber. So. Leg dich erstmal um. Jetzt kann ich hier nämlich lang, das wusste ich doch. Ich wäre nämlich dann schon mal vorgelaufen. Durch die Wand durch, okay. Und da vorne ist noch was, was wir mit Pulverfässern zerstören müssen, glaube ich. Da sind welche, sehr schön. Raffol, vielen Dank, dass du die so praktisch da überliegen hast. Wo sind die jetzt genau? Moment. Ah gut, hier ist eine Brücke, die wir machen können. Ah! Super! Zack, zack, zack. Sie weit, ne? Treff ich? Na, reicht nicht. Ich glaube, das sieht auch nicht so aus, als ob ich von hier aus schaffen könnte. Das ist Quatsch, da muss ich woanders hin. Irgendwie. Oder? Ich glaube nicht, dass es von hier aus gehen soll. Genau, hier geht es erstmal weiter. Super, und dann von hier aus vielleicht gleich. Was jetzt? Wo sind die Dinger jetzt? Ah, da kann ich rüberspringen. Nami braucht noch ein bisschen, glaube ich. Wenn sie es wäre, wäre es natürlich ein bisschen ärgerlich. Für alle Beteiligten. Aber da kann ich jetzt ein Feuer anzünden, ne? Super. Was bringt mir das? Naja. Keine Ahnung. Auf geht's. Weiter. Scheiß auf Nami. Wenn Nami bei einer Minute steht, dann gehe ich lieber schnell wieder zurück und werbe sie auf, aber... Ansonsten verstehe ich gerade noch nicht ganz. Ah! Jetzt bin ich ins Wasser gesprungen. Ernsthaft? Naja. Puh. Hier geht nichts, oder wie? Ich will langsam mal da um die Ecke kommen. Ah, hier kann ich noch dieses Teil verwenden. Das ist natürlich praktisch. Da will ich hin, da will ich hin. So. Das ist meins. Oh nein, ich stehe bald gleich bei einer Minute. Das ist natürlich nicht gut. Ah, das war doof. Moment. Wenn das jetzt getroffen hätte, hätte ich gelacht. Okay. Alter, Ruffy, bist du stark. Aber Nami kannst du nicht so schnell tragen, oder wie? Puh. Okay, die. Wobei ich glaube, in beiden Fällen wäre es fast gleich blöd, wenn es ihm runterfallen würde. Weil, ja. Bei Nami wäre Nami dann nicht mehr ganz so healthy. Und bei dem Pulverfass wäre er selber dann tot. Wobei bei Nami wäre er selber auch tot, weil Sanji ihn umbringen würde, aber. Egal. Okay. Auf Nami. Wir haben noch viel zu entdecken. Alles geht? Super. Danke, Nami, dass du mich das so machen lässt. Jetzt wirst du hier erstmal aufgewärmt. Ich bin gespannt, ob ich mit Nami auch noch rüberspringen kann. Nee, kann ich nicht. Schade. So, wieder auf der anderen Seite.
Da drüben ist noch ein Sofa. So, rüber. Und ist das der richtige Weg? Na. Und ein Lapin, juhu. Noch ein Sofa! Schnell! Das ist praktisch, so. Teleportiere ich mich erstmal wieder zurück und kümmere mich um den Lapin. Okay, mach keinen Scheiß. Ah! Rex sagt mit seinen dummen Fernangriffen. Aber klappt das mit dem Lapin? Der Hammer. Ja, eigentlich ist es sogar Slash Hammer, glaube ich. Ja, das klappt auf jeden Fall nicht. Sollte mich jetzt mal ranhalten. Weil sonst war's das. Lapin, 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 Lapin. Lass mich nicht kurz töten. Okay, nein, ich gehe mal kurz was essen. Scheiße, das ist Angriffskraft, die bringt mir aber jetzt gerade nichts. Ich will was essen. Was war das? Leben. Okay, danke. Das ist es, was ich brauche. Angriffskraft nützt mir natürlich auch was. Gerade jetzt. Bazooka! Mann, ich glaube, wenn die Reise von Ruffy und Sanji eigentlich so gefährlich gewesen wäre, wobei der Lawine ist natürlich jetzt auch nicht so schlecht, aber naja. Dann hätten sie es nicht geschafft. Wobei. Was kann man so ein bisschen kloppen schon so schwer sein, ne? Ich stelle mich einfach nur zu blöd an. Oder vielleicht haben sie auch auf Schwierigkeitsgrad hart gespielt, keine Ahnung. Oder auf einem anderen. Jetzt muss ich mich kurz mal konzentrieren. Was ist denn jetzt hier in dieser Richtung? Kann ich da nicht... Ach, da wird mir der Weg versperrt oder wie, okay? Mist. Ich bin total blöd und falsch gelaufen. Mist, wo muss ich lang? Da vielleicht. Ne, ich muss nachher erstmal wieder zurückbringen. Blöd. Ich dachte, ich könnte sie direkt weiternehmen. Ich hoffe, wir müssen nicht auch mit Sanji auf dem Rücken dann und mit Nami auf dem Rücken gleichzeitig dann kämpfen. Kann ich nicht den Terror Bash einsetzen? Beziehungsweise Glocke. Ich finde Terror Bash klingt einfach cooler. Und ihr wisst nicht, wovon ich rede bestimmt. Oder auch nicht. Oder auch schon. Das wäre dann auch schön. Aber ich rede gerade ziemlich viel Schweichsinn. Schweichsinn. Nee, hier muss ich nicht schwitzen, hier ist es ziemlich kalt. Moment. Ah, hier müssen wir lang nach. Dann mache ich hier nochmal. Genau das will ich einsetzen. Ah! Hat nicht funktioniert. Das ist Sanji, super. Haben wir den auch noch. Ja. Liegt der jetzt hier nur rum oder können wir ihn mitnehmen? Ja, das war wirklich nicht gut, was ich hier geleistet habe, aber. Also allein zeitlich nicht. Aber gut, jetzt klettern wir hier hoch. Ach du Scheiße.
Chopper! Ich meine natürlich, wer ist dieses mysteriöse Wesen? こいつは全身凍傷になりかけて、こんな格好で何のつもり？すぐに湯を沸かしてぶち込んどきな。こっちは出血がひどいんだ。あばら6本と背骨にひび。一番やばいのはこの娘だね。死にかけてる。Ich meine Schuld. 大丈夫だ。 Lappen, cool. Lappen will ich einsetzen. Luffy, meinst du wirklich, du hast das Level verdient, so wie du mit Nami umgesprungen bist? Naja. Müssen platzieren. Puh. Alles erhöht um 2 Sterne. So eine Lappenmünze wäre natürlich cool. Aber lohnt sich das zu ersetzen durch... Komm, wir machen mal Lapin-Münze in die Mitte. Da, den Lapin in die Mitte und. Die haben wir schon, okay. Noch irgendwas Gutes. Jeffs Zeichen. Okay. Ja, jetzt haben wir schon ziemlich viel Leben. Und das war's jetzt schon mit dieser Episode. Okay, interessant. Also die nächste ist dann der Kampf gegen Warpol oder wird der ganz weggelassen? Ich glaube nicht, eigentlich. Aber, okay. Das war's dann von mir wieder mal. Bis zum nächsten Part. Ciao, dann ist Zoro. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich gehe jetzt erstmal was essen, was Warmes, nach diesem kalten Erlebnis. Und wir sehen uns dann. Ciao.